Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkompensator 70 und hier ist ein weiteres Gastreplay. Und wie wir sehen, ist das der Slavisch Antonio Banderas. Hat den Clan wechselt, ist jetzt bei den Clan-I-. Ja, ich spiele jetzt zusammen mit den alten Clan-Kameraden Herbolzheimer. Der 79 ist aber auf noch in dem Clan X4X. Hier erstmal schon ein schöner Schuss auf den T49 reingebraten. Der Slavisch Antonio Banderas ist mit dem VK 7501K Premium 8er Heavy unterwegs und der Slavisch, und der Herbolzheimer 79 mit dem Defender, auch Premium 8er der russischen Fraktion. Und dann spielen sie mit einem dritten noch zusammen, das ist der Deadline aus dem Clan TF-F. Mit dem T44-100 sind sie hier auf Siegfried-Linie. Begegnungsgefecht sind im Süden gestartet in einem 9er-8er-Battle. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 9er, somit 8 8er. Da haben wir dann 3 Heavies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mittlere Panzer, 3 TDs. 2 Light 0 Arti. Ich habe das vergessen aufzuschreiben. Eben. Ja. Schöne Tarnung drauf hier. Polnische Flagge. Sehen wir an der Seite. Aha. So, Siegfried-Linie. Defender. Kapola. Ja. Nee, Turm abgeprallt mit dem VK. Jawohl, da wird schon gecappt. 2 sind schon im Cap drin. Ui, da hat's den Oho zerschlagen. So, Objekt 430. So, Munitionsverteilung können wir auch schnell nochmal hin. Erstmal das Objekt 430 in die Unterwanne. 499 reingekloppt. Reload Time ist 1469. Wie gesagt, 18 mal AP mit 490 Damage. Bevor ich es ausgesprochen habe, fährt der Defender einfach quer durch die City hier und kriegt erstmal eine richtig reingebraten. Wunderbar. Kannst du öfters machen. Ja, ich war dabei bei AP 490 Damage. Ich komme schon wieder nicht dazu. Da fährt schon wieder einer das quer durch. Der T34 denkt, ich bin unsichtbar. Ich fahre hier einfach mal quer und klatscht gleich noch einer rein. So, holt er sich jetzt den Defender. Ja, voll schön die Unterwanne. Ja, da kannst du so dicht dran fahren, wie du willst. Deine Unterwanne sieht man trotzdem schön. Schön gewackelt mit der Wanne. Defender ist abgeprallt an seinen VK. So, T34 kommst du raus. Kann ich jetzt endlich mal die Munitionsverteilung zu Ende sagen? Nein, der Defender kommt wieder vor. Zack, und da hat sie es erledigt mit dem Defender. Erster Kill. Ja, der Deadline ist raus mit seinem T44-100, sehe ich gerade. 6 zu 5 steht es, 2838 Damage. 760 geblockt. Hier ist das Objekt 430. Da steht noch was. Standard B. Jawohl, schön erstmal 472 rein und 542 Unterstützungsschaden. Der Standard B ist schon raus. So, wie gesagt, 18 mal AP hat er dabei mit 226 Durchschlag, 490 Schaden, 18 mal Premium-Munition APCA mit 263 Durchschlag und 490 Schaden und viermal die Sprenggranate 630 Damage und 65 Durchschlag. Kleines Medkit, kleines Redkit, großer Feuerlöscher. Um das schnell nochmal zu sagen, Mission hat der SP-15 geherzter Stahl. Bevor es hier weitergeht, ja, Kanone 15 Grad nach oben, 5 nach unten, das ist klar. Zurückliegender Turm. 30 km/h fährt das Ding vorwärts, 15 rückwärts. Aber mit dem Ding fährt man vorwärts. Ganz einfach und wackelt ein bisschen.
Ne, und die Unterwanne verstecken. Reload Time ist 14:69, sehen wir hier. Hat er verbessert. Erstmal jetzt den Centurion 7-1 schön in die Unterwanne reingekloppt. 534. Ja, das tut gut, ne? 18:09 steht es. Wer kommt denn dann noch? Und Capola. Jawoll. Zweiter Kill. Erstmal Centurion rausgenommen. 19:09 steht es. 4216 Damage. So, Herbert Zahmer ist auch raus mit seinen Defender. So, so. Ciao, ciao. Ja, was haben wir denn noch? Aim Time 2:59. Natürlich kann man das Ganze verbessern. Und ich bin mir sicher, dass das schon verbessert ist. Er hat eine Gunmark drauf. Und zack, beim Vorbeifahren, ranfahren, T26E5. Schön mal rausgekloppt. Dritter Kill. T54. Kriegt nichts mit. Gleich bekommst du was. Hier kommt Post. Jawohl, tschüss. Vierter Kill. 12:09 steht es. 380 Meter Sichtweite, 740 Meter Punktbereich. Ja, ich finde den Panzer auch toll. Ohne Arti macht er natürlich Spaß. Stadtkarten sowieso. Kann man sich schön hier drin verstecken, wenn man nicht natürlich flankiert wird von irgendwelchen Lights oder Medium. Mittleren Panzern besser gesagt. Medium ist das Fleisch. Mittlere Panzer sind die Panzer. So, Waffenträger. 4. Was ist los? Hast du Angst oder was? So, das Objekt. Kommst du da hoch? Komm hoch. Oh, komm. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Hier gibt es schöne, dicke Granaten mit herrlichen Löchern. Ah, da ist nicht mehr viel dran. 223 Hitpoints. Ich glaube, da bekommt er gar nichts mehr ab. So, Progetto ist weg. Der Waffenträger hat sich den gegönnt. Jetzt das Objekt 430. Alle drauf. Attacke. Ja, bergauf. 23 km/h. Attacke ist wohl nicht. Ja, und da ist das Game zu Ende. Und wir sehen uns in den Stats. So, dann sind wir mit den Stats angekommen. Und der Slavische Antonio Banderas hat das Ganze hier VK. Ist gut geschrieben. Sehr witzig, ne, wie er es geschrieben hat hier, ne? Gut, ja. Ja. Panzerass, Kämpfer, Wirkungsfeuer 145.104 Shredded. XP kommen wir später ein von der Anleihen. Großkaliber. Ja, Teamscore 4678 Damage, 4 Kills, 1474 XP, Base-XP. Der Herbolzheimer hat hier 1882 Damage, 807 XP. Und der früh rausgegangene T hier, Deadline, mit seinem T44-100 hat 472 Damage und 465 XP. Dann gehen wir in den Report rein. 12-mal geschossen, 12-mal getroffen, 11-mal durchschlagen. Das ist mal so 100%. Wunderbar. 647 Damage über 300 Meter. Der Rest war alles Nahkampf. 760 geblockt, 613 Unterstützungsschaden. Gefahren ist er 2 Kilometer. Dafür gab es 87.942 Credits. Abzüglich Repair und Munition bleibt ein Plus von 95.587 Credits. Die Spielzeit war die halbe Distanz, so 7 Minuten 41. Die Base-XP, dann Bonus dazu für Missionserfolg, 14.055 dazu, 1.500 freie Erfahrung dazu. Dann Bonus für Premium-Fahrzeug 211 XP und dann fürs Platoon 332 XP. Macht eben 16.819 XP. Kann man mal gerne so mitnehmen. Und 1610 freie Erfahrung. Ja, wunderbar. Ja, schöne Abschlussrunde für den Tag. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier, nehmt das nicht so ganz ernst, ne? Das ist so spaßig gemeint, ne? Ja, der Gute kann schreiben. Ich weiß das. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.